So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Undertaker. Ja, tatsächlich mal wieder mit einem YouTube-Video am Start. Nach etwas längerer Abstinenz von YouTube. Ja, Gründe dafür sind einerseits, dass in der Zwischenzeit die Motivation etwas runtergegangen ist für Supercard. Ja, und auch private Gründe, Zeitgründe, Arbeit. Ja, dies, das. Aber ich versuche jetzt wieder aktiver zu sein, dass wir wenigstens ab und zu mal ein YouTube-Video hinkriegen. Und ja, fangen wir heute direkt mal mit an, würde ich sagen. Und zwar als erstes kommen wir natürlich zur Women's GU, die heute Abend stattfinden wird. Ja, Aufnahmezeitpunkt Donnerstag 13:44 Uhr. In 7 Stunden 16 Minuten geht's los mit dem Giants Unleashed Event um, ja, wer hätte es gedacht? Die gute, hätte ich fast gesagt, Shayna. Ja, haben wir uns alle anders gewünscht, denke ich mal. Wie auf SummerSlam 19 wieder mal Shayna als Eventkarte. Warum auch immer, keine Ahnung. Wer sich das ausdenkt jedes Mal, bin ich ehrlich gesagt nicht so zufrieden mit. Und weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob wir Heroic durchziehen werden. Die Eventkarte werden wir uns auf jeden Fall holen. Empfehle ich auch jedem von euch, jetzt zur neuen Season sich noch die Diven-Eventkarte abzuholen. Das kann nie schaden fürs Deck. Ja, ansonsten geht's hier los. Kushida, interessant. Lita, Elemental, Ivar, auch nicht so eine krasse Karte. Für 15,4 Millionen, 39,6 Millionen dann die gute Shayna, die gute Eventkarte. Denn wie eine berühmte Person immer gesagt hat, egal wer da drauf ist, die Werte sind entscheidend. Die Werte sind entscheidend, meine Freunde. Natürlich nicht. So, ja. Das wäre natürlich die normale Seite. Wir haben auch noch eine Heroic-Seite. Da haben wir vom guten WWE Supercard Leaks, werde ich auch verlinken, den Twitter-Account. Der hat mal wieder geleakt, wie die Heroic aussieht. Da gibt es für 66 Millionen Eric, müsste es sein, auf Elemental. 92,5 Millionen Tucker auf SummerSlam 20. Auch absolut frech für 92 Millionen Tucker reinzuhauen. Lul. Und 110 Millionen für das heroische Upgrade, meine Damen und Herren. Ja, 110 Millionen, aber natürlich nicht wie sonst mit unserem Männerdeck, sondern wir nutzen natürlich unser Women's GU-Deck, was etwas leicht schlechter ist. Ganz knapp auf SummerSlam 20 gekommen. Gestern war ich dann noch auf Elemental Plus Plus. Muss heute da irgendwie reingekommen sein. Ja, sieht nicht so krass aus, das Deck. Wird auf jeden Fall ein harter Grind für jeden, der versucht, die Heroic-Karte zu bekommen. Und nächste Woche natürlich auch RTG, um die zweite Shayna zu bekommen. Clash of Champions wird es dann erst in der Woche drauf geben, leider. Warum sie das geändert haben, wird es wahrscheinlich wieder irgendwelche Bugs oder Probleme gegeben haben. Man kennt's. Tja, können wir nichts machen. So. Ja, wir werden mal gucken. Lange Abstinenz war das Thema. Eine lange Abstinenz hatten wir auch tatsächlich mit den guten Kottre-Siegen, aber es ist mal wieder soweit. Mein erster SummerSlam 20 Kottre-Sieg. Und ihr dürft dabei sein, wenn wir uns jetzt hier die nächste Pro-Karte hoffentlich rausholen. Und wir bekommen 3, 2, 1. Gönn! John Morrison. Ich weiß gerade nicht, ob ich den gezogen habe oder ob Jenny den letztens gepult hat. Neue Karte kommt nicht. John Morrison. Kombinierbar. Ah, leider nicht John Morrison Single. Aber erstes SummerSlam 20 Kottre gewonnen. Zum Ende der Stufe auch nicht schlecht, lul. Ah, es geht bergauf. Auch nochmal auf das Thema von Finn aufzugreifen. Motivation ist in der Zwischenzeit etwas zurückgekommen. Wir haben ein eigenes Team gegründet. Die Nachteulen unter meiner Führung, ja. Auch Hoch und Tiefs schon gehabt. Der gute Deadman ist zurückgekehrt, Jenny ist mit am Start, Creepy natürlich, Bartolowitsch, die ganzen Legenden hier am Start. Ein paar neue sind am Start, ein paar alte neue. Und ja, die Motivation ist dadurch schon wieder ein bisschen gestiegen. Außerdem der gute Battle Pass, zu dem wir jetzt auch kommen. Dann können wir auch noch ein Päckchen abholen, der meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist. Klar, manche haben Pech, manche haben Glück. Wir gucken, ob wir jetzt hier vielleicht in dem Pack Glück haben. Was gibt's hier Schönes? 10 Karten. Eine Rumble-Karte blitzt da unten auf. Ah, Primal. Alles Schmutz, brauchen wir alles nicht mehr. Aber ist nicht schlimm.
auch alles schon pro. Das nächste Pack ist noch ein bisschen entfernt. Werden wir wahrscheinlich die Tage im Stream öffnen. Wir werden natürlich Giants Unleashed auch streamen dieses Wochenende. Geplant sind jeden Tag mindestens ein Stream. Mal schauen, ob nichts dazwischen kommt. Ja, wie gesagt, die Motivation ist dadurch wieder etwas gestiegen bei mir. Jedenfalls könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ob ihr den Superpass fühlt und allgemein, ob es nach eurer Meinung sich in die richtige Richtung entwickelt, das Spiel, oder eher weiter ins Negative. So, was haben wir noch Schönes? Wir haben noch ein TBG-Pack abzuholen auf jeden Fall. Direkt zurück und direkt die Belohnung hier am Start. Liga-Belohnung können wir uns auch noch abholen. Achter Platz. Ja, PvP. Da kann die Aktivität noch ein bisschen gesteigert werden, gebe ich zu. Da müssen wir mal wieder ein paar mehr Slots holen. Hier gab es auch nichts, nur Schrott. Kommen wir zum TBG-Pack. Wir haben gewonnen gegen The Champions. Ja, wer die echten Champions sind, wissen wir. 3, 2, 1. Gönn! Uiuiui! Minimum-Pack, aber den guten Undertaker auf Elemental. Was sagt man dazu? Schöne Karte, Johnny Gargano. Die Battle Points, die wir auch noch brauchen, denn ich habe den Tag tatsächlich ein paar Wundertüten da gekauft. Oder nee, hier diese Safe and Summer sind 20 Karten, ein oder zwei. Ja, da müssen wir ein bisschen was sparen. Wieder Undertaker. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt schon mal gezogen haben. Oder ob es gerade das erste Mal war. Können wir auch direkt mal gucken. Ja, tatsächlich noch gar nicht gehabt, die Karte. Ja, okay. Soweit, so gut. Wir haben auf jeden Fall noch den Wilden Mittwoch, den wir jetzt noch zusammen abholen können. Gerade noch schnell fertig gemacht vorm Video. Ansonsten, das haben wir. Let's go rein in den Wilden Mittwoch. Mal sehen, was es hier Schönes gibt. Unterstützer. Bam. William Regal. Credits, die nehmen wir natürlich gerne mit. 10 Stück an der Zahl. Die. Mal hochtrainieren, immer gut. Und jetzt kommen wir zum wilden Mittwochspack. 3, 2, 1. Kaspar, gönn uns ein bisschen Glück. Bam! Ah, Eddie Guerrero, Elemental, Alexander Wolf und Xavier Woods. Ah, alles nicht so pralle. Schreibt mal in die Kommentare, wie bei euch der wilde Mittwoch gelaufen ist. Jenny hat ja da absolut unverschämtes Glück vor 2 oder 3 Wochen gehabt mit 2 SummerSlam 20-Karten. Ja, moin. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich da eine Karte auf meiner Deckstufe drin hatte, war zu Katastrophenzeiten oder noch früher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, bevor wir das Video jetzt hier beenden, da wir uns ja etwas länger nicht gesehen haben, um den Leuten, die in den Streams nicht dabei sind, einen kurzen Überblick zu geben, gucken wir uns kurz allgemein mal die Karten an, unser Deck an. Wenn er es denn laden möchte. Ja, Finn Bella, unsere stärkste Karte, Platz 1418. War nicht so aktiv, die LMS. Konnten wir uns eine halbwegs gute Karte haschen. 1418, nicht schlecht. Roman Reigns ist Gold-Heroic geworden. Jeff Hardy leider nur Silber-Heroic. Genau wie Randy Orton. Leider. Da war es sogar sehr knapp. Aber was soll's. Ansonsten haben wir natürlich uns WWE Battlegrounds gegönnt. Auch ein sehr nice Spiel, sehr zu empfehlen, wer mal ein bisschen Abwechslung sucht. Kann man sich mal für zwischendurch gönnen. Da die John Cena-Karte. Den guten Big E New Day-Variante. Selina Vega vor kurzem erst Pro geworden. Ja, ansonsten noch so ein paar Pros, leider nur. So viele sind es noch nicht. Southpaw-Karten haben wir. Lance Catamaran und Dan Bandana. Mal gucken, ob die Pro werden im letzten Step des Battle Passes. Oder natürlich Debbie Desperado am liebsten. Ansonsten Asuka, Money in the Bank haben wir uns gegönnt. Werden wir auch demnächst pronen. Ein paar Play-Level fehlen noch. Ansonsten die ein oder andere Diva könnte natürlich gerne noch Pro werden. Auch fürs GU-Deck. Ja, das war es im Großen und Ganzen für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Start ins Event. Wir können leider heute Abend wieder nicht streamen, da ich heute morgen früh wieder um 2 raus muss. Aber ab nächste Woche, Leute. Da habe ich Spätschicht. Da werden wir auch direkt nächste Woche Donnerstag in den Stream zusammen starten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund in der aktuellen Zeit nach wie vor. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.